Oh, was haben wir denn da? Oh, hallo. No, 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 no. Leave the finger away from me. Ah! No. Oh, ich regeneriere nochmal, ne? Weg da. Ah. Ah. Puh. Jesus. Rache erfüllter Geist. Na, na, na. 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 Damit. Na. Ich möchte doch nur wissen, was für ein Level er hatte. Und hoffen, dass mir nicht gleich irgendjemand hier hinten den Hintern versohlen wird. Na. Ein Versuch noch. Wenn das nicht funktioniert, versuchen wir nochmal kurz von der anderen Seite anzuschießen. Okay, lassen wir das. 340 Erfahrungen, also nehme ich einfach mal an, dass er Level 34 war, auch wenn das etwas krank wäre. Grabinschrift von Erodan. Hier ruht Gott Erodan, einstiger Herrscher über Nerim und Herr des Lichts. Nachdem er viele Jahre ein Gott war, wurde er am Ende von seinem vielversprechendsten Paladin, Narazul Arantheal, niedergestreckt. Arantheal war einst die finstere Hand Erodans, welche ohne Rücksicht die Feinde des Götterreiches bekämpfte. Trotzdem glauben wir, dass sein Geist weiterlebt, sein Geist beschützt und weiter gegen die Verderbnis der Magie. Sein Licht ist das Licht der Menschlichkeit. Solange wir ihm Treue halten, wird es für uns leuchten. Also, falls der hier gerade eben der Geist Erodans war, dann tut mir das sehr leid. Erodblüten. Mich würde nochmal interessieren, was für Eigenschaften die hatten. Festigen Charisma, ja. Weil die waren bis jetzt ziemlich selten. Oh, was haben wir da? Ein Schlüssel. Bank-Tresorschlüssel 222. Oh, na, wo wird uns das hinführen? Gleiche Grabinschrift. Erodans Schild. Oh, 5000 Münzen. Ich hoffe, ich habe nicht irgendeinen Fluch auf mich genommen, aber 5000 Münzen, nice. Ja, leichte Rüstung habe ich schon fast befürchtet, als ich gesehen habe, dass es nur 6 Dinge wiegt. 3 Rüstungspunkte weniger. Lebensenergie festigen 20 Punkte, Zauberabsorption 10 Punkte. Sieht auch schön shiny aus. Ein bisschen unbeeindruckend klein, im Gegensatz zu diesem Schild, aber... Schauen wir es mal kurz an, wie das ohne Fackel aussehen würde. Stimmungsvoll. Aber auch mit Fackel finde ich das nicht störend. Schön, okay. Ja, dann würde ich sagen, verdünnisieren wir uns wieder aus Erodans Grab. Eiskalt wertvolle, höchst wertvolle Grabbeigaben abgesahnt. Ja, und dann könnten wir doch eigentlich schon wieder verschwinden, komplett aus dem Grab, nicht nur aus seinem Grab. Möglichst ohne unnötig viel Fackel zu verbrauchen. Das war der kleine Ausflug in Erodans Grab. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Aber während wir immer noch hier sind, möchte ich auf jeden Fall nochmal kurz zur Bank und schauen, warum der Gott Erodan ein Bankschließfach besaß. Nein, das sind hier noch die vierstelligen Zahlen. Ich habe irgendwo durch ein Gitter hindurch gesehen, dass es auch dreistellige Bankfächer gab. Hier könnte das sein. Das ist zwar kein Einbruch, aber... Huch! Yes! Ich möchte trotzdem einfach nichts riskieren, das mehr. Oh, was haben wir da? 222, das ist es. Das ist Erodans Schließfach. Ich meine, okay, es wurde zwar gesagt, er war ein Gott, aber er war ja, glaube ich, nur ein Lichtgeborener. Na, na,
Nein! Oh, ein bisschen zu früh. Oh. Schwierige Schlösser sind schwierig. Nein! Nein. 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 Komm schon. Ganz schön hartnäckige Schlösser hier. Das Ding will gar nicht schnell nach unten gehen. So. Ah. Nice. Oh. Schade. Riesige Fässer mit haufenweise Gold. Gott, ich war schon total geil darauf, diesen Kelch hier mitzunehmen. Oh, Mist. It's a trap. Na? Hoffentlich schießt da nichts raus. Energiestein. Okay. Arkansteine immer gern gesehen. Ich dachte schon, da hinten wäre noch eine Tresortür. Oh mein Gott, ist das geil. Nein, das ist nur dich hier oben. Aber was zum Teufel ist ein Energiestein? Steht da vielleicht noch irgendeine Beschreibung dabei oder so? Teleportrune, Energiestein sah so ähnlich aus. Da. Energiestein, nope. Sieht sehr besonders aus. Leuchtet mich schön feuchtfröhlich blau an. Aber besondere Eigenschaften scheint er nicht zu haben. Gut, ein letzter Check nochmal, bevor ich hier rausgehe, ob mein Kopfgeld auch tatsächlich bei Null geblieben ist. Yes, Athletik verbessert. Oh, hoppala. Ich wollte keine Unordnung auf eurem Tisch verbreiten. Das war die Bank. Das war die Gruft. Das war die Henkergeschichte. Das waren die ganzen Läden an der Front. Das war der Marktplatz. Dann hätten wir die Seite des Flusses komplett abgehakt. Boah, hat sich gerade eben mein S scharf angehört. Und jetzt durchsuchen wir einfach mal eiskalt alle möglichen Kisten hier, um auf irgendwelche Schriftrollen zu stoßen, so wie die, die da drin war. Die aber wahrscheinlich sowieso total hinfällig ist, wo ich aber jetzt nochmal nachgucken möchte, weil ich so neugierig bin. Die kostet 42 Münzen, ist sie wert, ist kein Diebstahl, also stecke ich es mal ein. Halt, bleibt stehen, ihr werdet nun festgenommen. Oh mein Gott, ich da lag doch daneben. Stone, hör auf, so viel am Stück zu reden, das ist ja vollkommen nervig, Mann. Und hier haben wir... Oh. Eine Kapelle. Schöne Verglasung, muss ich sagen. Und schöne Stimmung. Bleib bloß weg von mir. Das ist ein Haus Gottes, mein Kind. Du kannst doch nicht so mit mir reden. Immerhin weiß der Novize zu schweigen. Ich finde auch schön, wie in der Mitte von diesem Saal die Musik lauter ist, die von diesem wunderschönen Chor hier drinnen gesungen wird. Der nicht vorhanden ist. Können wir denn auch beten hier? So wie in Oblivion. Alle sind hier ganz konzentriert und beten. Sanaa springt erstmal auf den Altar. Keine Sorge, ich bestätige nur eure Vorurteile, die ihr gegen Eterna habt. Hohe Priester. Wenn ihr Heilmittel und Kräuter sucht, seid ihr hier richtig. Du willst. Ernsthaft. Im Haus Gottes mit mir handeln. Okay. Kein Problem. Kapitalismus for the win? Ich sag ja nix. Ich bin schon still. Ich bin selbst Kapitalist. Ich wollte eure Lobgesänge nicht unterbrechen. Viel Spaß weiterhin. Männer und Frauen Gottes. Auf jeden Fall scheint dieses Ding gewaltig zu sein. Alles, wie bereits gesagt, sehr kapitalistisch veranlagt, aber Leute, was erwartet ihr? Schön neben der Kapelle auch noch eine nackte Frau, deren Brüste nur mit Haaren bedeckt werden. Das ist doch mal ein Anblick, oder? Eine halbnackte Nymphe im Brunnen und gleich nebendran die Kapelle.
Direkt neben dem Marktplatz, wohlbemerkt. Naja, was soll's. Auch Sie können vielleicht mehr oder weniger unfreiwillig nicht die Stimmung halten, zu verkaufen. Ach, das ist das Haus. Das Wohnhaus, was ich für 10.000 erwerben kann, wo irgendjemand verstorben ist. Und sag mir bloß nicht, dass das schon wieder irgend so ein Geisterhaus ist. Ich möchte keine Geisterhäuser, sie machen mir Angst. Stone, deine hohe Stimme war gerade eben sehr creepy. Ich musste irgendwie gerade an Crepe und Creepy gleichzeitig denken. Creepy Crepe. Wie würde das aussehen? Irgendwie so Crepes zum Verkauf mit... oh, Oberviertel. Oh, ah, weißt du was, Thor? Du bist... unmöglich. So, da bin ich wieder. Ich wurde wie so oft, das ist eigentlich schon fast zur Regelmäßigkeit hier geworden, unterbrochen, aber... hier waren wir schon. Der Hauptpunkt, den ich euch jetzt eigentlich mitteilen möchte, ist, dass es weiterhin sackt, alleine zu wohnen. Nein, Quatsch. bei den Eltern zu wohnen. Denn ich nehme gerade zu sehr unkonventionellen Zeiten auf. Hallo, Bade. Oh, das Theater. Da strahlt uns der König an. Immer wieder schön. Ich muss einfach jede Aufnahme 3 bis 4 Mal tief durchatmen. Aber ich würde sagen, bis auf das Hafenviertel haben wir schon fast komplett Erotin erkundet. Außer, was haben wir hier? Kaserne. Hafenviertel, Kaserne und dieses Viertelchen, Restviertel der Oberstadt fehlen uns noch, aber da müssen wir das nächste Mal weitermachen. Und ich würde sagen, um gleich bei der nächsten Aufnahme, die eventuell noch in dieser Folge für euch drin sein könnte, mit einem starken Anfang loslegen zu können, cool fortsetzen zu können oder einen starken Anfang bieten zu können mit der nächsten Aufnahme, möchte ich dann das Theater aufnehmen. Während dieser nette Bade noch etwas für uns klimpert, verabschiede ich mich schon mal und wir sehen uns sehr bald wieder. Und willkommen zurück, meine Freunde, zu einer kürzeren oder längeren Pause von Nerim. Vielleicht habe ich das gleich auch alles ins gleiche Video gepackt. Nach dem letzten schönen Abschluss hier. Ich weiß es noch nicht, da meine letzten Aufnahmen immer sehr, sehr unregelmäßig stattgefunden haben. Unregelmäßig und zudem noch habe ich auch nur immer 1 Stunde aufgenommen. Meistens sogar ein bisschen unter 1 Stunde, da ich einfach in letzter Zeit nicht so die Zeit habe. Zeit, Zeit, Zeit. Immer fehlt die Zeit. Überall und an jedem Ende. Und deswegen will ich mich auch Kasernenhof, da wollten wir gleich hin, gleich, Zeit, 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 gleich, sofort, lauter Zeitangaben, da seht ihr schon mal, direkt verhaspel ich mich mal, einmal, zweimal, dreimal, sobald es um die Zeit geht, geht alles den Bach runter, geht, gehen, in einer bestimmten Zeit irgendwo hingehen, ich bin nicht im Stress, nein, aber Scherz beiseite. Ich will mich kurz zu Beginn ein bisschen entschuldigen und darauf hinweisen, meine Stimme ist ein bisschen rau. Ich bin ein bisschen angeschlagen und deswegen mache ich auch heute noch die Aufnahme, bevor meine Erkältung noch schlimmer wird und meine Stimme vollends versagt. Nein, ich regeneriere mich nicht, doch ich mache eine Aufnahme nochmal schnell. Aber da ich ganz heiß auf das Schandmaul-Konzert bin, wollen wir hier direkt mal reingehen? Schandmaul-Konzert deswegen, weil hier einfach überall diese ganzen Plakate draußen hängen von Schandmaul. Und das ist das Theater. Und alle gesagt haben ständig, dass ich ins Theater gehen soll. Also wer 1 und 1 zusammenzählen kann, wird wissen oder vermuten können, was hier drin ist. So, und ja, ich habe mir noch nicht angeguckt, wie es da drin aussieht, aber ich habe schon mal reingehört. Denn ich wollte wissen, was für ein Lied da gespielt wird, weil ich muss ja schließlich wissen, ob ich euch das hier auf YouTube zeigen kann. Aber meine Freunde, ich werde über den Song, den die da spielen, einfach mal drüber quasseln. Ich will nämlich keinen Content Strike
einstecken und deswegen werde ich ein bisschen reden. Woo! Yeah! Und da geht's schon los, ohne große weitere Wartezeit oder sonst was. Zum Glück müssen wir auch keine irgendwie Karte kaufen. Das ist auf jeden Fall Herren der Winde, also wenn ich das von den ersten Sekunden richtig beurteilen kann. Bin mir gerade nicht mehr so sicher, da ich, wollen wir mal ein bisschen mittanzen? Mit unserer Rüstung, das ist unser Tanzgewand. Kurz reingehört habe, aber eben nur die ersten Töne. Ich bin mir gerade selbst nicht mehr so sicher, was es war. Ich muss hier beim Zocken die Lautstärke sogar ein bisschen runterdrehen, weil das ganz schön laut ist und ich mich nicht richtig konzentrieren kann auf das Gerede, wie ihr vielleicht bemerkt habt. Hoffentlich weiß die Band meine Art zu tanzen zu schätzen. Und ansonsten würde mich auch mal interessieren, was es danach noch gibt. Nach dem Konzert. Können wir mit denen reden? Gibt es dann noch irgendeinen anderen Song? Nein, ist übrigens nicht Herren der Winde. Ich habe Schandmaul schon zu lange nicht mehr gehört. Also, das ist Leb. Der Song heißt Leb. Für diejenigen von euch, die jetzt sofort, weil ich hier die ganze Zeit drüber rede, auf YouTube kurz mal den Namen eingeben wollen. Schandmaul Leb. Und dann werdet ihr wissen, wie sich das Lied wirklich anhört. Ohne Nerim, oh mein Gott, mein Charakter ist voll am Ausflippen. Ohne Nerim Soundqualitätsminderung und gleichzeitig ohne mein Gerede. Denn ich denke mal, ich verfälsche die Lyrics ein ganz klein wenig. Okay, genug Getanze, das sollte erstmal reichen. Hallo, Theaterangestellter. Okay. Was zur Hölle, Mann? Wow, der ist voll begeistert, oder... Er ist am Gähnen. Wow, das war ein ganz schön langer Gähner, mein Freund. Yeah, shake it, bro. Yeah. Oh yeah. Aha. 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 Oh yeah. Sein Tanzstil sieht ein wenig fragwürdig aus, aber gut, ich will das nicht beurteilen. Ich bin ein Fangirl. Yay, auf die Bühne. Yay. Yeah. Goddammit, unsichtbare Wände. Hallo, Matthias. Sehr emotionsvoll spielen sie ihre E-Gitarren. Und das sind Töpfe und kein Schlagzeug. Matthias, Thomas, zu weit weg. Wir können sie leider als Fans weder stürmen. Martin, woo, das bin ich. Wieso muss ich der mit der lamen Gitarre sein? Oder dem Banjo oder was auch immer das sein soll. Ich stehe abseits, so wie es sich gehört. Für jemanden mit Stil Baldor. Boah, eterner Pack. Toll, danke für deinen Zwischenkommentar. Na gut. Jetzt habe ich schon Sorgen, allein für nur 5, 6, 7 oder 8 Sekunden still zu sein, weil ich einfach nicht will, dass irgendwie, dass hier erkannt wird. Das wäre ein bisschen blöd. Gut, ich denke mal, ich spule das, den Auftritt hier einfach mal vor, damit ich euch zeigen kann, ob noch danach irgendetwas stattfindet. Yay! Applaus! Applaus! Ja! Applaus! Ja, war das jetzt nur ein Song oder kommt da noch was? Deswegen habe ich ja schließlich hier gewartet. Ich will ja wissen. Sieht aber nicht so aus, war nur ein einmaliger Auftritt. Gut, vielen Dank dafür. Ich weiß nicht, ob hier sonst noch irgendwas im Theater irgendwann mal vielleicht während einer Quest passieren könnte. Aber die liebe Britta am Eingang will uns auch nichts sagen. Ja, das war Schandmaul. Jetzt habe ich euch das gezeigt, damit ihr es einfach mal sehen konntet, wie das hier so präsentiert wird. Das war mir jetzt vorerst mal das Wichtigste. Es war klar, dass ich den Song nicht irgendwie abspielen, tatsächlich zeigen, euch genießen lassen werden kann, weil das ja alles copyrighted ist und ich habe dazu keine Rechte. Ich hatte erstmal mich vorher ein bisschen erkundigt, was da gespielt wird, weil wenn das vielleicht zufälligerweise... irgendein besonderer Song extra für Nerim gewesen wäre, weil Schandmaul zufällig die Macher von Nerim kennt und extra für sie einen kurzen zweiminütigen Song aufgenommen hätte oder irgendwas Lustiges vielleicht, dann hätte ich es drin gelassen, aber so geht das leider nicht. Dann wurde mir gesagt, ich solle doch unbedingt auf jeden Fall
nochmal hier zu dem Henkersbereich kommen, da dort angeblich der Henker ist und es sich lohnen würde, ihn anzusprechen. Da wir aber das letzte Mal hier unterwegs waren und ihn nicht gesehen haben, warte ich mal kurz bis morgens, vielleicht wird er dann gleich da sein. Denn ich ziehe durchaus in Betracht, dass ich ihn einfach übersehen habe. Und er hier irgendwo stand, aber nee. Vielleicht will man auch von mir, dass ich hier reingehe in die Henkerkammern. Ich werde gerade nicht gesehen, dann können wir das doch mal ausprobieren.